Meine Scheiße sieht sauberer aus als diese scheiß Wohnung. Erzählst mir, dass ich hier mich benehmen soll, weil ich 2 Stunden mich fertig gemacht habe. Wir haben nichts zu tun. Wir haben den ganzen verfickten Sonntag Zeit, diese verfickte Wohnung hier sauber zu machen. Hallo. Ich bin Tanja. Kommt mal rein. Sehr gern. Vielen Dank. So, das ist das Badezimmer. Bist du hier oft zum Schminken? Stylen tue ich mich zwischendurch auch mal, wenn ich weggehe, nach Hause gehe oder auch mal bei Besuch kriege. Ansonsten nicht? Ich sehe gar nicht so viel. Nee, ansonsten nicht so. Ich mag mein Gesicht natürlicher. So, jetzt geht's gleich in der Küche rein. Koche dir was Feines und lade dich gern ein. Wer bist denn du? Ja, hier haben wir den kleinen Boris, der Zwerghamster. Und der ist hier so ganz allein bei euch? Nein, ich hab noch welche. Wo denn? Die sind alle im Wohnzimmer. Wohnzimmer, Schlafzimmer. So, jetzt kommen wir ins Wohnzimmer. Hier sind natürlich auch Hamster, wo man sie hin tut. Das da ist aber ein komischer Käfig. Ja, ich hatte leider keinen Platz gehabt dafür mehr. Dann haben wir gesagt, gut, dann tun wir sie im Schrank. Gut, dann habe ich noch ein Tier, das ist meine Laila, mein Hund, 7 Jahre alt. Und wer ist das? Das ist mein Mann, der natürlich wieder Zeitung lesen tut hier. Das ist sein Chefsessel, hier sitzt er viel und liest und guckt Fernsehen. So, das war meine Wohnung gewesen. Vorübergehend nur noch, weil wir nach Berlin ziehen wollen. Oh mein Gott, hi. Hi, Jesus Christus. Okay, Baby, okay, du bist größer als mein Arsch, du bist größer als mein Arsch. Geh rein. Okay, hi, ich bin Vicky. Oh mein Gott, ich sterbe, oh mein Gott. Okay, du riechst, dass ich Angst habe, gell? Schatz, geh mal bitte rein. Wir werden beste Freunde, komm. Mein Hund und ich, wir sind ein Team. Um dich schön zu machen, hast du keine Zeit. Denkst du, meine Liebe? Nein, Leute, nein. Das ist Dünnsches Flecken oder weiß ich was für Flecken vom Döner letzter Woche. Wow. Und für was die Dekoration? Damit man die Scheißflecken nicht sofort merkt. Naja, okay, egal, ist nicht schlimm. Okay, Vicky, weiter geht's. Oh nee. Hier schlafen, du schöne Träum. Leute. Mach dein Licht an. Und weiter geht's. Okay. Und soll ich ein Lagerfeuer hier anzünden, oder? Womit soll ich hin Licht haben? Reingehe, wenn du gehe, brauch werde, tut. Was? Leute, what the fuck, Mann? Das sieht ein bisschen aus wie Ghostbusters, irgendwas hier. Das sind Mäuse. 1, 2, 3. Eigentlich sind die voll süß, aber es sind Mäuse. Aber solange es keine Ratten sind, sind es auch okay. Sag mir nicht, dass es hier Ratten gibt. Okay, wie kriege ich das jetzt hier auf? Ey, ich mach das Ding kaputt, du. Oh Gott. Also, wenn es einen Tritt gibt, ist die Tür auf, aber ich lasse es lieber. Hast du hier irgendwas gesehen? Nein, aber vielleicht ist ja im Schlafzimmer irgendwas. Entweder weißt du es und du sagst es mir. Ah, ich schreiß es einfach von hier jetzt auf. Ist mir scheißegal. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Beruhig dich, Vicky, beruhig dich. Ich krieg Falten vor meiner Zeit. Als ob ich nicht genug Solare mache, um Falten zu bekommen. Ich hab die Tür kaputt gemacht. Ich bin so ein Hulk. Ich hab die Tür kaputt gemacht. Alles ist Schrott an diesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin die schlechteste Tauschmutter, die es auf dieser Welt gibt. Liebe Tauschmutti, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe keine andere Wahl. Oh Gott, ich bin ein Glotz. Ich bin so ein fetter Glotz. Aber mit dem Arsch. Okay. Oh Gott, die ganze Tür reißt raus. Nein, das kann ich schon machen. Okay.
Vielleicht versuchst du es mal mit einer etwas feinfühligeren Methode. Ich kann nicht mehr. Also, wenn ich eigentlich hier drücke, dann... Wach auf, komm schon. Das ist krank, ne? Das ist verrückt. Und dein Fazit zur Tauschwohnung? Ja, ich bin verzweifelt. Aber ich bin trotzdem motiviert. Ich werde hier aufräumen. Ich selber sage jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin mir zu fein dafür. Hi, ich bin die Vicky. Hi. Hi. Der Maximilian. Was geht ab, Maximilian? Hopp, geht auf Haus. Also ich finde, es soll wirklich nicht böse gemeint sein, aber ich finde, hier ist Unordnung. Es ist nicht richtig sauber. Findest du das so richtig? Oder? Der kleine Mann hat einiges durcheinander gebracht hier. Das ist nicht Schmutz von gestern oder vorgestern, das ist Dreck von Wochen, vielleicht auch von Monaten. Daran sollten wir so ein bisschen arbeiten, damit ihr besser für euch leben könnt, weißt du? Mach mal dich jetzt fertig, Fatze, ja? Du bist so süß. Siehst du, und wieder hast du eine Frau im Finger gewickelt. Charmeur. Toll, du hast meine Klinke abgebrochen. Wie soll ich jetzt wieder reinkommen? Hinter verschlossenen Türen. Ach so, ja, da habe ich immer Scheiße gebaut. Ist nicht schlimm. Ich habe die ganze Zeit gehofft, wie wir das wieder hier aufkriegen. Mit der Zange. Okay, wo ist sie? Ich hole sie, oder? Du musst, glaube ich, im Bad, und da ist auch der Tisch unter dem Boiler. Hinter verschlossenen Türen, da wartet das Glück auf uns zwei. Ja, du bist schon ein Profi, du kennst dich dann auch schon damit. Mm. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um hier rauszukommen, Baby, heute? Ja, ja. Eine Gabe hat Powerfrau Vicky jedenfalls nicht. Früh aufstehen. Da muss der Hausherr Frank ihr schon ein bisschen Dampf machen. Vicky? Ja? Kommst du mal bitte? Jo. Was denn? Wir müssen mal beide reden. Ganz ehrlich, ich hab nichts dagegen, dass du dich zurecht machst morgens, ne? Ich habe absolut was dagegen, wenn es den ganzen Vormittag dauert. Mhm. Weil normalerweise wollte ich heute Vormittag schon einmal durch die Wohnung gefegt haben oder ähnliches. Und kann ich nicht alleine machen, weil ich muss bei dem Kleinen bleiben. Ihr arbeitet doch eh nicht, ihr habt doch eh nichts zu tun. Und ich bin doch eh hier. Das heißt, ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, mache mich fertig und dann fange ich an, den Haushalt zu machen, zu kochen, zu putzen. Und ja, das aber war's. Das ganze Zeitmanagement ist im Arsch heute. Ich habe nachher noch einen Termin. Ich wollte bis dahin zumindest hier einmal durchgekehrt haben, ihm Essen gegeben haben und mit dir zusammen die Hamster gemacht haben. Das können wir alles fast schon über den Haufen schmeißen. Ich check echt nicht, was du von mir willst. Du musst für den Haushalt nicht schön aussehen. Mit 20 Kilo Make-up noch im Gesicht rumrennen. Ich nehme jetzt den Kleinen mit. Ja, du, dass du hier anfangen kannst. Ich gehe jetzt in die Küche und mach den Brei fertig. Ich komme dann gleich wieder und dann fütter ich den. Ja, was babbelst denn du für einen Scheiß? Nein, ich bin einfach gerade nur angebissen. Was babbelt denn der für einen Scheiß, bitte? Der babbelt hier. Ich babbel keinen Scheiß, das waren deine Worte gestern. Du hast gesagt, wir müssen das besser ja, managen. Ja, aber eben. Ja, wo ist das bitte besser? Ich schreie es mal nicht. Wir hatten gesagt, dass du mal deine Stimme erhöhen sollst. Wo ist wir das? Hatten erst mal gesagt, dass lass du mich jetzt ausreden, halt's sonst werde ich noch lauter. Ja, was denkst du dir jetzt eigentlich? Ich meine es wirklich ernst gerade. Was denkst denn du? Wie redest du eigentlich mit mir? Hast du mal den Altersunterschied gesehen bei uns beiden? Wenn der Altersunterschied da sein sollte, dann benimm dich mal sprechen wie ein Altersunterschied. Das ist hier eine Dreckswohnung. Meine Scheiße sieht sauberer aus als diese Scheiße. Und du erzählst mir, dass ich hier mich benehmen soll, weil ich 2 Stunden mich fertig gemacht habe. Wir haben nichts zu tun. Wir haben den ganzen verfickten Tag Zeit, diese verfickte Wohnung hier sauber zu machen. Ich habe hier 20 Stunden Zeit, sauber zu machen. Also erzähl mir keinen Scheiß, ey. Erzähl mir keinen Scheiß und schrei mich nicht an. Was denkst du dir eigentlich? Sag mal, hast du verbal... Nee, ich mein's ernst. Hast du verbal noch was anderes drauf, außer sowas? Mach dir mal deinen Scheiß erstmal selber mal gleich. Der ist doch im Kopf. Was schreit denn der hier herum? Und jetzt? Funkstille, oder was? Nee, also wer jemand so mit mir redet, braucht überhaupt nicht mehr sein Leben mit mir zu reden. Ja? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich brauch so einen Scheiß nicht, ja? Jemand, der schreit, hat bei mir jetzt eher abgekackt. Bei mir ist abgekackt. Du hast jetzt abgekackt. Warum wirst du beleidigt? Du hast angefangen zu beleidigen. Verwechsel mich nicht mit deinen scheiß Frauen. Du hättest ganz normal klopfen können und sagen, jetzt beleidigst du noch meine Frau? Frauen, hab ich gesagt. Fuck mich jetzt nicht ab, Mann. Du hättest ganz normal klopfen können und sagen, komm mal, mach. Ich hab ein bisschen sauber. Ich hab was zu tun. Was muckst du direkt?
Mit wem denkst du überhaupt? Ohne Grund irgendwas? Ja, was denkst du dir? Und diesmal regt sich da total auf. Ich bin immer noch ruhig und dann fängst du an zu schreien. Du hast angefangen zu schreien. Du hast angefangen. Und was ja, weil du mich nicht hast reden lassen. Ach so, und dann bist du mir gefallen. Ja, dann werde ich lauter. Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? Jetzt mach mal Scheiß. Was und schon du wieder wirst du beleidigen. Was hast du davon, so beleidigend zu werden? Mal ohne Witz jetzt. Ist das eigentlich gerade dein Ernst? Ja, ist du bist am laufenden Band beleidigen gerade. Warum? Du hast mit dem Scheiß angefangen. Sieh zu, wie du die Tage hier dann einfach klarkommst. Wenn du sagst, du willst dich nicht entschuldigen dafür, dass du geschrien hast, weil du mit dem Scheiß angefangen hast, wenn du denkst, dass ich mich als Vicky umdrehe und mich dann dafür entschuldige, ja? Dafür, dass ich dich angeschrieben habe, entschuldige mich noch. Mir tut's auch leid. Ich möchte dich hier nicht die ganze, möchte nicht, dass wir uns die ganze Zeit angiften oder anfauchen. Da haben wir beide nicht gewonnen. Ja, eigentlich gerade nichts dazu sagen. Also ich weiß nicht. Ja, lass es ruhig sacken. Ist doch okay. Ich mache jetzt mal meinen Kram, mache jetzt nur mein Zimmer und das reicht für mich und. Mach du deine Sachen. Für mich hat sich das eigentlich erledigt. Also mehr habe ich da nichts zu sagen. Die verrückte Vicky wird trotz Tierhaarphobie am nächsten Morgen zum Dompteur und macht sich an ihre wilden Mitbewohner. Guck mal, ich schwöre, ich mache euch nichts. Mama, ich kann nicht, sie ist da. Ich kann nicht. Die ist riesig, Mann, ey. Die ist so groß wie ich. Also, ich sehe da schon einen Unterschied. Lass mal bitte los. Die andere kommt von der Leine raus. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, Leila, rast dich aus. Leila, bitte. Leila, ich hab das Problem hier, nicht du. So, bitte, Leute, bleibt mal kurz. Nein. Nein, 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 nein. Bevor die runterfallen, setz sie bitte noch mal ab und probier es einzeln. Einmal. Geh rein. Geh weg. Okay, okay, das war's, das war's. Habt ihr nicht noch einen Käfig? Oder sonst irgendwas, wenn ich weiß nicht, das ist auch nicht gesund für die Tiere, gerade wegen dem Schrank, ne? Die gehören ja da nicht rein. Das ist schon richtig für die, ja. Einen Käfig hatten wir, aber den haben sie kaputt gebissen. Da war ein Holzkäfig. Okay. Ja. Oh, und wollen wir das mit dem Wandschrank so lassen? Ich muss das erstmal so lassen, bis ich einen Käfig habe wieder. Warum habt ihr eigentlich so viele? Meine Frau, die findet die einfach faszinierend, die Hamster. Und aber es sind ja so viele, das ist ja, also ich weiß nicht, du musst da mit deiner Frau reden, dass entweder sie welche abgeben muss und um Gottes Willen aufhören soll, noch mehr zu kaufen. Ich glaube, Vicky, uns ist einer abgehauen, ein Hamster. Ist einer weg, ja? Ja, ist hinterm Schrank gekrabbelt. Zurück in meinem Revier. Unterm Strich mit der Hamsternummer hat sie mir dreimal so viel Arbeit gemacht, wie eigentlich notwendig war. Ja, okay. So, können wir jetzt mal 2 Minuten Pause machen, bitte? Okay. Gerade ganz böse Rückenauer. Gut, dann leg dich hin, wenn dein Rücken jetzt wehtut. Ich setze mich jetzt bloß 2 Minuten hin und dann geht das schon. Gut, ja? Machen wir es. Wunderbar. Vicky. Die Tasse steht seit heute früh im Bad. Okay. Ja. Dein Schminkzeug liegt auch noch draußen. In der Tasche? Nein. Aber was stört es denn im Badezimmer? Du hast ja selber angeprangert, wir sollen ein bisschen Ordnung halten. Das ist ja nicht ordentlich genug hier und nicht sauber genug. Und du führst mich die ganze Zeit vor. Die ganze Zeit. Ich würde nichts machen etc. pp. Aber weißt du, dass du dich eigentlich selber vorführst? Wenn ich sage, hier ist es dreckig, dann meine ich hier den Dreck, dann meine ich hier die Scheiße, dann meine ich hier den Staub. Und das erfinde ich mir nicht, sondern das siehst du ja selber, dass es so ist. Ich rede von so etwas. Ich rede von Dreck. Ich rede von so etwas. Von das rede ich. Ich rede nicht von Schminke. Weißt du, ich reg's die ganze Zeit auf. Ja, glaub mir, du hast keine Ahnung, wenn ich mich aufrege. Nein, da hast du mich noch nicht gesehen, auch gestern nicht. Sowas regt dich die ganze Zeit auf, ne? Nein. Ohne Scheiße, lass uns mal ausreden. Sowas regt dich die ganze Zeit auf, aber dagegen selber was tun, tust du aber auch nicht. Warum soll ich denn deinen Stoff jetzt hier wegmachen? Ich hab gesagt, von Anfang an... Wenn ich das Stoff, mach's doch weg. Ja, du lebst ja... Ja, genau. Das sage ich doch. Ihr wenn lebt ja so. Mach's doch weg. Ja, dann reg dich aber auch nicht drüber auf. Punkt. Ihr lebt einfach so. Euch bockt das nicht. Du schreibst es an deinen Eiern, wie es hier aussieht. Es bockt, falls du mich hast. Es bockt dich.
gar nicht. Deswegen ist ja nicht schlimm. Aber dann komm mir nicht und sag mir, ey, die Schminke, das ist voll die Unordnung, während ich drei Stifte da drin hinten habe. Pass auf, Vicky, ich habe keine Lust, jetzt mich auch weiter aufzuregen. Ja, du hast mit dem Scheiß angefangen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich perfekt bin in der Wohnung. Du bist nicht mal perfekt, du bist nicht mal Anni, du bist nicht mal ein Mensch, wie du lebst. Du bist nicht mal ein Mensch, nicht mal Tiere wohnen so. Nicht mal Tiere in einen Saustall, ist es sauberer. Die Schminke von Vicky ist im Bad, das machen wir jetzt. Müssen wir ausrasten. Ja, weil du nicht mit mir diskutieren kannst. Mach schon weiter. Der Hebel, was wolltest du damit? Ich will. Soll ich mich damit im Zimmer einsperren? Nein, ich will mich auf dein Niveau nicht mehr ablassen. Tja. Und nu? Ich will nicht böse sein. Ich will ihn nicht fetschen. Mal wirklich nicht. Also, die brauchen wirklich Hilfe. Der und seine Frau. Sie will mich nicht verstehen. Das ist ganz einfach. Also. Neuer Tag, neues Glück. Krawallnudel und Powerfrau Vicky hat sich über Nacht beruhigt und ist voller Tatendrang. Schließlich darf sie ab heute die Regeln in ihrem Tausch zu Hause bestimmen. Jetzt geht's los. Ich habe eine Regeländerung. Ich habe einfach was mitgebracht. Dann kannst du eigentlich schon verstehen, was ich meine. Ja. Und zwar müssen hier Türgriffe dran. Brauchst du dafür Hilfe? Weil wenn nicht, passe ich auf den kleinen Uff so lange. Du kannst gerne auf den kleinen so lange aufpassen. Ja, und dann kannst du das ja machen. Genau. Also, wenn du brauchst Hilfe, dann... Dann schreie ich nach dir. Okay, alles klar. Okay? Okay. An die Arbeit können wir das schaffen. Okay, kein Problem. Yo, wir schaffen das. Ich hatte am ersten Moment echt Zweifel, ob das denn auch so klappt, wie sich das Vicky vorstellt. So oft habe ich Türklinken auch noch nicht ausgetauscht. Hast dran? Ja, die erste Klinke ist dran. Wir haben es geschafft hier. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gut, bin stolz auf dich, sehr gut. So muss das aussehen. Ein Stück weit bin ich wirklich stolz auf mich, dass es geklappt hat. Ich fand es auch gut, dass Vicky sofort gesagt hat, Frank, das hast du super gemacht. Weil das waren Worte, die ich bis dahin von ihr nicht so erwartet hätte. Das tat richtig gut. So, okay. Ich bin fertig. Hast du fertig gepackt? Ja. Fertig gepackt. Okay, also kann ich jetzt Würmchen anziehen. Ich gehe dann schon mal runter, ja? Genau, ich komme gleich nach. Ne? Okay, dauert nicht lange. Bis gleich. Ja, ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Ich will auch das nie wieder machen. Ich will heim. Ab nach Hesse. Nein, erstmal nach Eisenach. Das Rennen ist schließlich erst hinterm Zielstrich beendet und nicht auf der Zielgeraden. Und hier wartet schon Herausforderin Tanja mit Grummeln im Bauch. Endspurt im Frauentauschbattle. Powerfrau Vicky betritt als letzte der vier Battlepartner die Kampfarena. Denn ab jetzt bekommen die Tauschmütter bei der Aussprache verbale Rückendeckung von ihren Liebsten. Das ist Lippenstift, das ist mir egal. Und sonst, wie kommst du aber sonst klar? Super, also alle lieb, alle wow, viel gelacht. Cool. Ja, wir haben uns ja fast umgebracht. Ich bin so ausgeflippt, weil er mich so aufgeregt hat, weil er sofort geschrien hat. Zu Thema Sauberheit, das habe ich so im Haushalt nicht so gesehen, Schatz. Bei mir liegt das definitiv an den Hund, weil... Da kannst du wischen, nach ein paar Stunden sieht es wieder verdammt miese aus. Also das ist... Die schmeißt die Haare schneller ab, als wir so auffegen können. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Also ich fand es schon dreckig, ja. Also ich fand es schon sehr dreckig, muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Ich, wenn ich da leben würde, würde ich nicht so leben können. Machen Sie einen Schlachtplan. Genau, beibehalten. Machen Sie einen Schlachtplan. Richtig. Mach das. Kein Problem. Für dich, ne? Für mich. Ich mach's mehr für mein Kind. Genau. Das Weil der fängt bald an zu krabbeln. Wo ist mein Baby überhaupt? Ja, würdest du dein Würmchen mal wiedersehen? Ja. Da komm mit, der ist nebenan. So, dann sagen wir mal Tschüss. Wir sehen uns. Ciao. Und wir gehen jetzt Baby gucken, komm. Hey. Hallo! Wer da kommt? Zu Hause, endlich! Baby, komm her! Oh Gott, Baby, was geht ab? Endlich bin ich wieder hier. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Ich bin sehr labil. Labil!
Guck mal, da hat schon jemand gewartet auf dich. Yeah, Schätzi. Gib mir mal den Kleinen. So, Maxi, bist du bereit? Was willst du mir sagen? Schatzi, willst du uns heiraten? Ist das süß? Oh Gott, ja. Ist das? Ja.